Willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Reise ins All. Wir befinden uns hier in der Wüste bei den Beduinen und haben am Ende der letzten Folge schon mit deren Scheich gesprochen und dieser erklärt sich tatsächlich bereit, uns seine Leute als Fußsoldaten zur Verfügung zu stellen, wenn wir uns um seinen ärgsten Feind kümmern. Dafür hat er uns eine Markierung auf der Karte gesetzt und ich würde sagen, wir gehen direkt einmal los und schauen, wo sich diese Markierung befindet und stürzen uns tollkühn in den Kampf. Wir haben ja auch erst gerade gespeichert. Oh, das ist eine unauffällige Markierung. Mal schauen. Oha. Allmächtiger! Der Scheich hat wahrhaftig nicht übertrieben. Hier scheint in der Tat ein Monstrum zu hausen. Mal schauen, ob es wirklich ein Monstrum ist. Oder was für ein Monstrum. Erinnert mich ein bisschen an Marvin, so von vorne. Keinen Schritt weiter, hinterhältige Brut. Ihr dachtet wohl, euch unbemerkt an den edlen Streiter der Gerechtigkeit anschleichen zu können, wie? Anschleichen? Wir sind ganz offen den Anstieg emporspaziert. Aber Gottlob hat euch mein untrügerisches Adlerauge rechtzeitig erspäht, bevor ihr nah genug für Tücke wart. Zuhören, Kerl, hier hat sich niemand heimlich angeschlichen. Ihr staunt zu Recht über meine Sinnesgaben. Doch nun ist es zu spät, ihr seid erkannt. Redet man ja wie gegen eine Wand. Der Schreck ist euch sichtlich in die Glieder gefahren. Und nun zermalme ich euch mit meiner mächtigen Rechten. Nun ist aber genug, mein Herr. Sie stehen hier waschechten Helden gegenüber, keinen billigen Strolchen. Wie? Was? Helden? Sie? Sie sehen den hiesigen Stauchdieben tatsächlich wenig ähnlich. Aber ein Aufzug kann täuschen. Das Gute ist, ist keine Frage des Kostüms. Ich werde sie prüfen. Irgendwann hoffe ich einmal, einem Manne zu begegnen, der ohne Umschweife einfach tut, was man ihm sagt. Weiß er jetzt endlich, was ich am Heer so schätze? Ruhig, ihr beiden. Wie soll Ihre Prüfung denn aussehen, Herr Ben Nemsi? Hat er sich vorgestellt? Hatte er sich überhaupt vorgestellt? Weil sie kennt seinen Namen ja jetzt. Besiegen Sie mich. Was soll denn bitte sehr das beweisen? Kein Bösewicht hat mich je besiegt. Wie sollte er auch gegen einen edlen Streiter des Guten bestehen können? Also gut, besiegen Sie mich und ich weiß, dass Sie nichts Böses im Schilde führen. Das ist eine wirklich seltene Kombination von Logik und Überheblichkeit. Na dann, bereithalten zum Klingentanz. Ein Kampf? Nein, nein. Ich fürchte, Sie haben die Natur meiner Prüfung nicht ganz erfasst. Ein Kampf wäre in der Tat auch sehr ungeeignet. Wir müssten Sie immerhin töten, um Ihnen unsere Lauterkeit zu demonstrieren. Sehr scharfsinnig, Herr Reisender. Aber nun haben wir genug geplänkelt. Es ist Zeit für die Prüfung. Oh, speichern wir dann besser einmal. Sie müssen aus drei Herausforderungen siegreich hervorgehen, die Sie bis zum Äußersten fordern werden. Anfangen! Es sei. Bestehen Sie die Prüfungen der Namen. Heraus mit dir, Freund. Beweise mir wieder einmal deinen Wert. Kennen wir den? Ist das der Händler? Hier kommt Ihre erste Herausforderung. Guten Tag. Ich heiße Haji Halef Omar bin Haji Abdul Abbas ibn Haji Dawud Al-Ghosra. Heisen, sehr angenehm, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen. Ist das Ihre Antwort auf die Herausforderung? Hä? Wie meinen? Die Prüfung ist doch sonnenklar. Beim Namensmessen muss man versuchen, seinen Kontrahenten zu überbieten. Also, wer nimmt die Herausforderung an? Ich glaube, von Meckwitz hat tatsächlich den längsten Namen. Versuchen wir es einmal mit allen anderen. Wir haben ja gerade erst gespeichert und gucken dann einfach mal, was es für witzige Antworten vielleicht gibt. Also, Marvin, du bist dran. Mein Name ist... Nun, also ich heiße... Man nennt mich... Ich habe gar keinen Namen. Nach all diesen Abenteuern bin ich immer noch ein Nichts. Herzergreifend, aber durch und durch unzureichend. Kann es niemand mit dem Haji aufnehmen? Eleanor, was sagst du? Ich heiße Eleanor Schmidt. Schmidt mit DT, falls das irgendwie extra zählt. Nein, dann einfach nur Schmidt. Wie habe ich denn nochmal gesprochen? Das ist mit Abstand die traurigste Herausforderung, der ich mich jemals ausgesetzt sah. Das reicht nicht. Gibt es etwa niemanden unter Ihnen, der es mit Haji Halef Omar... Haji Halef Omar, bitte sehr. Der es mit dem Haji aufnehmen kann. Was sagt denn Professor Heisen? Heisen! Nein, Moment.
Da gibt's doch noch etwas, eine Art Vornamen. Wo hab ich denn nur... Er muss doch irgendwo sein, haben Sie vielleicht... Nein? Ach, wie ärgerlich, tja, dann bleibt's bei Heisen. Damit kommen Sie gegen die Hachi nicht an. Die Silbenarme. Findet sich sonst noch jemand? Von Meckwitz. Heiße mit vollem Namen Hagebrecht Wogengrim Loderich Ferkelfred von Meckwitz, jüngere Linie derer von und zu Tannmannsblau, auf der Höhe Ritter, der Güter Kleinlieb, Winkelkram, Hasenhecke und... Erbarmen, aufhören. Sie haben wirklich den längeren. Na, die Prüfung haben wir bestanden. Nun gut, Sie haben den Wohlklang echten Heldentums in Ihren Reihen. Aber wie steht es mit Kraft? Sehen Sie nur, wie es mir gelingt, diesen Stein zu halten. Also bitte, versuchen Sie es mir gleich zu tun. Und wir werden sehen, was für Helden sie sind. Wer möchte? Ich glaube, die Kreatur ist hier der Ansprechpartner der Wahl. Also fangen wir mit allen anderen einmal an. Von Meckwitz. Angeschraubt oder was? Bewegt sich ja kein Stück! Strenge dich gefälligst etwas an, Schatz. Wie willst du uns denn dastehen lassen? Hehehehe. Das reicht nicht. Der Fels hat sich doch kaum bewegt. Wagt es sonst noch jemand, seine Kräfte mit den meinen zu messen? Eleanor. Du meine Güte, ist er schwer! Diese Prüfung ist ohnehin ausgesprochen dumm und belanglos. Die Sprache der Verlierer. Ich bin auf Heisen gespannt. Wagt es sonst noch jemand, seine Kräfte mit den meinen zu messen? Mal sehen. Kraft ist nichts weiter als eine Verbindung aus Masse und Beschleunigung. Sobald das Problem erkannt ist, fällt einem die Lösung bereits in den Schoß. Ja, wirst du dich wohl bewegen, du ungehöriger Fels? Das ist das wissenschaftsfeindlichste Stück Gestein, dem je ein Gelehrter begegnen musste. Und das war gerade die verschraubteste Rechtfertigung, die je für mangelnde Kraft hervorgebracht wurde, mein Herr. Wagt es sonst noch jemand, seine Kräfte mit den meinen zu messen? Also, ab dafür. Der Fels ist doch nicht etwa ein klein wenig zu schwer für Sie? Das sieht mir fast nach Gleichstand aus. Also gut. Sie haben ganz knapp gewonnen. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur Glück. Er ist so bescheiden. Sehen Sie das bisherige einfach als Vorgeplänkel für die eigentliche, die dritte Prüfung an. Den echten Wegbereiter des Guten zeichnet vor allem Geistesgegenwart aus. Prüfen wir die Ihre. Komm heran, alter Freund. Lass uns sehen, wie Sie auf das Mischen reagieren werden. Ist das wirklich nötig, Kara? Ich finde gerade diese Prüfung ein wenig... Heran mit dir! Okay. Und nun geben Sie Acht. Halten Sie Ihren Geist bis zum Äußersten gespannt und entlarven Sie den Schein. Mischen! Was zur Hölle? Haha, wo stehe ich nun? Ist das Ihr voller Ernst? Mir scheint, Sie geraten an Ihre Grenzen. Aber das Mischen ist eben die Königsprüfung. Immer noch direkt vor mir. Unfasslich. Sie haben alle Prüfungen mit Bravour bestanden. Ganz ohne Zweifel, Sie gehören zu den Guten. Wie erfreulich, dass wir das nun geklärt hätten. Aber sagen Sie, was führt Sie denn dann in eine vom Bösen heimgesuchte Landschaft? Eben dies. Wir sind hier, um das Böse zu stoppen. Das nenne ich ein Wort. Sagen Sie einfach, was Sie benötigen. Ich bin zu jeder Hilfe bereit. Ihr erzählt Kara Benemsi von eurer Mission, eurem Vorhaben, den Marsianern einen empfindlichen Schlag zu versetzen, eurem Plan, Bakschisch selbst zu stürmen, welche Probleme sich auftaten, Verbündete zu gewinnen und dass ihr schließlich in diesen Berge gezogen seid, um die Angriffe auf die Beduinen zu stoppen, damit die Wüstensöhne in die Schlacht ziehen können. Das ist die Art von Geschichte, die man nicht in einem Satz erzählen kann. Ich verstehe. Prächtig, dann kann er uns ja den Weg zu diesem entsetzlichen Feind der Beduinen weisen. Ich schätze mal, dass er der Feind ist. Sie nennen sie Beduinen, ich bezeichne sie als Raubgesinde, Wegelagerer und als deren Schrecken der Arglosen.
Diese Räuber fallen über alles her, was sich in ihrer Wüste nähert. Gnadenlos plündern sie die Wanderer aus. Ich dachte es mir bereits. Sie sind dieser Feind, von dem der Scheich sprach. Natürlich bin ich's. Glauben Sie, ich könnte einfach nur zusehen, wie die Gier und Habsucht ihr Unwesen treiben? Und jetzt sagen Sie mir, dass jene, die ich so eifrig bekämpfte, der Schlüssel zum Guten sind? Ach, ist denn in dieser Welt nichts mehr einfach und klar? Fürchte nein! Muss mich schon seit Wochen mit Graustufen herumschlagen? Gut. Dann sagen Sie dem Scheich, ich stelle meinen Rachefeldzug ein, wenn er nur Wort zu halten verspricht. Sollte er sich tatsächlich als tapferer Held erweisen, lasse ich ihn ungeschoren. Firma dankt! 100 Erfahrungspunkte. Ich lade jetzt gleich nochmal neu und wir sehen uns sofort hier wieder, wenn ich dann alle richtigen Antworten sofort gemacht habe. Vielleicht können wir ein paar Erfahrungspunkte mehr rausschlagen. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder und es sind tatsächlich immer nur 100 Erfahrungspunkte. Also das ist natürlich schade, dass ich für meine bravourösen Künste jetzt nicht mehr Erfahrungspunkte bekommen habe. Na gut, ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Hier finde ich im Überfluss, was mich schon immer aufs Heftigste bewegte. Pferdebilder und Kriegsszenen. Schneidig! Ist er früher etwa Kavallerist gewesen? Kavallerist? Aber nein. Ich war der Hausmeister in einer Gemäldegalerie. Galerie? Vor allem die Werke eines Mannes haben mich geprägt. Thomas Jones Barker. Nachdem ich diese Herrlichkeit des Mutes gesehen hatte, stellte ich mein Leben ganz unter dieses Gesetz. Also eine regelrechte Lex Barker. Sie sagen es. Okay. Schwer, nicht? Ach, gib mir doch Ruhe. So, was sagst du noch? Sehen Sie es Kara nach, wenn er vielleicht ein wenig zu roh mit den Beduinen umgesprungen ist. Er hasst sie nicht nur wegen ihrer Übeltaten im Allgemeinen, sondern auch wegen der Schurkerei, die sie ihm einstmals angetan haben. Interessant! Fortfahren! Es ist schon eine Weile her. Da zogen Kara und ich durch diese Lande. Mit einem Male wurden wir von einer ungeheuren Schar blutrünstiger Räuber bedrängt. Ich weiß nicht, welche Felsspalte sie ausgespien hatte. Doch mit einem Mal waren wir umzingelt. Kara gab seinem feurigen Ross die Sporen, und es sprengte mitten durch die Angreifer. Die Lücke war wuchtig genug gehauen, dass ich auch noch mit meinem Esel hinterherwetzen konnte, bevor sie sich wieder schloss. Wir jagten einen Hang hinauf, um uns in einer der Höhlen zu verschanzen. Es gelang. Welle um Welle der Angreifer schmetterten wir mit gezielten Schüssen ab. Aber dann, ach, die Beduinen griffen in ihrer Wut zu Sprengstoff, um uns vom Berg selbst begraben zu lassen. Mit einem gewaltigen Krach löste sich die Decke und begrub nicht nur meinem Esel, sondern auch den Ausgang unter hartem Fels. Wir waren eingeschlossen, verloren, dem Hungertode ausgeliefert, bevor Rettung käme. Aber wie ich sehe, sind sie entkommen. Aber um welchen Preis? Kara und ich, sein geliebtes Pferd, saßen also mit knurrenden Mägen in der Finsternis. Grundgütiger, Herr Bendam, sie war also gezwungen, sein Reittier zu verspeisen? Aber nein, Kara hätte doch nie den guten Rie essen können. Natürlich habe ich mich meinem Freund angeboten, und so verschlangen wir meine Arme. Doch, oh weh, zwar aß Kara mit gesegnetem Appetit, doch Rie war mein anderer Arm leider unbekömmlich. Der Hengst erstickte und verschied. Kara hat diesen Verlust nie verwunden. Und da ich mich irgendwie mitverantwortlich fühlte, leiste ich seiner Rache jede Hilfe, die ich kann. Geschichte voller Edelmut und Treue. Gefällt. Vielleicht verstehen Sie jetzt meinen Freund etwas besser. Nein, und warum hast du keine Arme mehr, armer Kerl? Da ist wieder ein loderndes Feuer. Ich habe mich versteckt, gut. Kommt man da rein? Cool. Da ist eine Kiste. Ein Springteufel, ein Knallfrosch und das war's schon wieder. Okay, was sagen wir hierzu? Zitze, da behalte ich doch lieber meinen Granater. Wir finden Riechwasser. Wir haben die Kochecke gefunden. Das stimmt. Was haben wir da für Bücher? Die schönsten Wildheiten Kurdistans. Wie man im Euphrat badet, so liegt man. Vom Unterschied zwischen einer Wüste und anderen berichtenswerten Dingen. Klingt spannend. Rieche was! Auf Ex! Du hast also doch noch Schnaps gefunden? Da ist nichts drin. Ich glaube, mehr gibt's hier drin nicht. Aber hey, immerhin haben wir eine Kiste geöffnet. So.
Dann gehen wir einmal. Vielleicht nimmt er auch seine wunderschöne Deko noch ab. Kommen wir eigentlich... Nee, da links kommen wir nicht lang. Aber wir haben das schon mal geschafft und ich bin gespannt, was der Scheich dazu sagen wird. Ich muss nur überlegen, wie ich ihn gesprochen habe. Ich glaube, mit irgendeiner dunklen Stimme. Keine Ahnung. So, mein Lieber, vielleicht speichern wir vorher, nicht, dass irgendwelche Entscheidungen anstehen. So. Habt ihr unseren furchtbaren Feind besiegt? Haben Abkommen getroffen, dass er ihn und seinesgleichen künftig verschonen wird. Ein Abkommen? Wir hatten aber etwas anderes abgemacht, Fremder. Es war vereinbart, dass wir sie von ihrem Feind befreien, Herr Scheich. Eben das ist uns geglückt. Ah, was für ein zorniges Funkeln. Deine Augen umschmeichelt. 5 Kamele, mein allerletztes Wort. Und hören Sie endlich mit Ihrer entsetzlichen Kamelschacher auf. 6 Kamele, hört ihr? 6! Fiese Matenten einstellen, Auftrag ist erfüllt. Bakschisch wartet nun auf den entschlossenen Sturm. Aber ja, meine neue Residenz wartet darauf, mir in den Schoß zu fallen. Ich werde alle meine Krieger zusammenrufen, die zurzeit noch die Wüste durchstreifen. Mit diesem Heer jage ich auf Bakschisch zu, als wäre ich der alles verschlingende Sandsturm selbst. Und dann bin ich König Hussein. Ja, sammeln Sie Ihre Männer. Inzwischen werden wir Captain Bull unterrichten, dass nun alles für die Erstürmung bereitsteht, so. Sofern es keine neuerlichen Bedenken gibt. Das wird dieser Mensch nicht wagen. Okay. Dann ab zu Captain Bull. Und so wie es scheint, wird Tyson ihm ganz schön Feuer unterm Hintern machen, wenn er nicht einwilligt. So. Da sind wir. Wie sieht's eigentlich um unsere Gesundheit aus? Da ist eigentlich alles cool. Das heißt, wir müssen auch nicht irgendwo übernachten. So. Ah, ich muss die Tür ja selbst öffnen. Ich habe gerade gedacht, hä, warum geht er nicht rein? Na gut. Okay, wir speichern trotzdem nochmal. Wer weiß, ob wir hier Entscheidungen treffen müssen. Okay. Habe Infanterie für Sturm auf Bakschisch aufgetrieben. Vorzüglich, Lieutenant. Wie ist Ihnen nur das gelungen? Konnte den kompletten Beduinenstamm für unsere Sache verpflichten. Beduinen? Ich dachte, sie schicken mir wohl ausgebildete Männer, keine Plündertrupps. Diese wilden Kerle taugen nur für Raubzüge in fremde Taschen, aber doch kaum für einen Sturmangriff. Nein, nun ist's genug. Ich habe schon so manche Konzilsitzung. Mann, ich krieg dieses Wort nicht über die Lippen. Konzilsitzung. Erlebt. Aber was sie mir hier für einen stetig wachsenden Bedenkenberg aufstürmt, schlägt alles. Alles! Wir sind hier nicht in der Theorieschule, sondern in der Praxis, Herr Hauptmann. Da muss man mit dem arbeiten, was man hat. Bedenken, Sir, in der Tat, bei einem Frontalangriff auf überlegenen Feind ist einiges zu bedenken. Ja, gewiss. Haben Sie sich beispielsweise schon einmal um die kleinigkeitsfeindlichen Gegenschlag gesorgt? Gegenschlag? Nun, Ich fürchte, die Tentakel werden uns nicht den Gefallen tun, Däumchen Drain zu verharren, sobald wir ihrer Herrschaftskrone den funkelnden Bakschischer Zacken ausgeschlagen haben. Nun, ich habe darum gesorgt. Und was auch immer Sie von meinen Methoden halten mögen, hier sind die Resultate. Die größte Gefahr geht von den Feindskräften aus, die an der großen Flussbrücke stationiert sind. Dort steht da eine ungetüme Kriegsmaschine. Sehr richtig, Madam. Das ist ein erfordernder Brocken, gegen den kein Kraut gewachsen scheint sein. Ja, aber heißt das denn, jeder Angriff sei von vornherein zum Scheitern verurteilt? Nicht, wenn man plant, wägt und überlegt, Sir. Und genau das habe ich getan. Hören Sie, der Schlüssel zum Sieg ist die Überraschung. Falls es uns gelingt, den Feind zu überrumpeln, könnten wir seine unbeschrittene Überlegenheit kompensieren. Das hat unser Präsident auch gesagt. Ein kluger Mann. Der Sturm auf Bakschisch und seinen Sabotagenakt, um die Kriegsmaschine auszuschalten, müssen gleichzeitig erfolgen. Fällt die Maschine, können wir einen Orbitus Bakschisch erhalten. Sie sprachen von einem Sabotageakt, Herr Hauptmann. Ich habe nicht nur geplant, Sir, sondern bereits gehandelt, Soldat. Yes, Sir. Die Mine. Als Artilleristen sind wir mit allen Arten von Sprenggerät vertraut. Jenes da ist zerstörerisch genug kapiert, um selbst eine dieser Kriegsmaschinen zu zerreißen. Zumindest ist der gute Hopkins dieser Ansicht. Ein Trupp muss sich unbemerkt an die Brücke schleichen und die Mine dort verscharren.
Ein kleiner Trip hat dabei natürlich den Vorteil größtmögliche Heimlichkeit auf seiner Seite. Melde mich freiwillig! Das dachte ich mir bereits, Herr Kavallerist. Nur denn, nehmen Sie die Mine und gehen Sie ans Werk. Inzwischen würde ich sehen, was in diesem Beduinen an brauchbarem Material verborgen ist, um eine ernstzunehmende Angriffsmacht zu schmieden. Wir werden uns hier bereithalten. Die Explosion der gewaltigen Kriegsmaschine wird uns dann das Zeichen zum Losschlagen dienen. Ein vorzüglich abgewogener Plan, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Und bitte sehen Sie mir meine heftigen Worte nach. Ich hatte einfach kein Auge für Ihre Qualitäten. Hoffen wir, dass Sie sich als solche entpuppen. Gott mit uns, Sir. Okay, dann nehmen wir die Mine doch einmal mit. Wir nehmen die gewaltige Mine an uns. Seien Sie bloß vorsichtig, Herr Lieutenant. Das Ding sieht gemeingefährlich aus. Soll's ja schließlich auch sein. Ich würde zu gerne einen Blick ins Innere werfen. Komm, Wesen. Es ist besser, wenn wir die Tretbombe tragen. Okay, Sie und das Wesen tragen's also. Achtung! Okay. Bevor wir jetzt gleich dann zum Minenverscharren stürmen, sollten wir vielleicht nochmal speichern. So. Okay. Dann speichern wir jetzt hier nochmal und gehen zur Brücke.